walls won't hold me tonight. Es soll sein Comeback werden, noch einmal auf der Bühne stehen, lebendig sein, umjubelt. Er probt hart in diesen Junitagen in Los Angeles, aber da ist er längst nicht mehr der Alte und nur Tage entfernt vom letzten großen Auftritt. Es sind jene ganz banalen Bilder, die die Welt in Schock versetzen. In Windeseile geht die Meldung um den Globus, Michael Jackson ist tot. Sie eilen zu Tausenden zum Hospital, vor sein Elternhaus, nach Neverland, da, wo seine Spuren sind. Gott segne Michael Jackson, schluchzt sie. God bless Michael Jackson. Mein Herz blutet. Ich kann nicht schlafen, nichts essen, nichts. Eine gestrauchelte Pop-Ikone wird dem Tod zum Heiligen erklärt, verehrt, beweint, kopiert. Reporter rätseln, die Polizei ermittelt, wer ist schuld an Jacksons Tod? Dr. Murray gerät ins Visier, Jacksons Leibarzt. Er spritzte das Narkosemittel Propofol, der King of Pop. Gebrochen, süchtig, immer schlaflos. War es Vorsatz oder ärztliche Schlamperei? Immer noch wird ermittelt. Einer wie Jackson darf nicht still und leise gehen. Die Welt schaut zu, als sie ihm das letzte Geleit erweisen. Der Clan in seltener Eintracht nimmt Abschied. Vom Bruder, vom Star, vom Vater. Seine Abgründe vergessen und Paris rührt alle. Ever since I was born, seit ich geboren bin, Daddy has been the best, war Daddy der beste Vater, den man sich nur wünschen kann. Ich liebe ihn. And I just wanted to say I love him. Den echten Tränen und großen Gefühlen folgt das Geschäft. Im Tod wächst er noch einmal über sich hinaus. Seine Lieder spielen Millionen ein. Die Familie streitet ums Erbe. Jackson kommt ins Kino. This is the moment. This is it. Das ist es. Oder besser, das war es. This is it.